Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Frau Ministerin, wir setzen das Thema heute noch mal erneut auf die Tagesordnung, weil sowohl Ihre kleine Regierungserklärung, die Sie im Ausschuss abgegeben haben, als auch das Papier, was heute Morgen die Kollegin Dücker angesprochen hat, mit den 49 Seiten, mit den Wünschen der Landesregierung an die Koalitionsverhandlungen in Berlin, macht zu diesem Thema überhaupt keine Aussage. Zur Frage überhöhte, überteuerte Mieten, Wohnungssituation, wie kann eine Regierung gegensteuern, gibt es keine Aussage, weder von Ihnen in Ihrer Regierungserklärung im Ausschuss, noch bei dem, was die Landesregierung nach Berlin geschickt hat. Und deswegen haben wir das heute noch mal entsprechend beantragt, zu diesem Thema hier eine Aussprache zu machen. Sie werden es wahrgenommen haben, die Wohlfahrtsverbände haben gestern die Wohnungslosenstatistik für Deutschland vorgestellt, und es ist festzustellen, dass wir eine nicht nur zunehmende Wohnungsnot im Land haben, sondern dass die Obdachlosigkeit in Deutschland rasant ansteigt. Mittlerweile gibt es 450.000 Menschen ohne Heim, die als obdachlos gelten, und die Zahlen gehen dramatisch hoch. Insbesondere auch die Zahlen von Menschen, die ihre Miete nicht mehr zahlen können, die von Zwangsräumungen betroffen sind, die in der Obdachlosigkeit landen. Und jeder Mensch, der sich ein bisschen mit diesem Thema auskennt, weiß, wer in der Obdachlosigkeit gelandet ist, kommt dort in den seltensten Fällen noch raus. Es ist eine Karriere, es sind Biografien, es sind dann auch die Kinder dieser Menschen, die in ähnlichen Verhältnissen landen. Und deswegen ist für uns klar, wir müssen einen Aufschlag hin zu bezahlbarem, preisgünstigen Wohnraum machen. Und es muss auch etwas geben, was entsprechende Mietsteigerungen deckelt, sehr geehrte Damen und Herren. Jetzt kann man sagen, die Mietpreisbremse, so wie sie die Bundesregierung, die Große Koalition verabschiedet hat, greift nicht. Und das ist sicherlich der Fall. Wir haben ja auch in der letzten Legislatur damals SPD und Grüne noch in Regierungsverantwortung einen Antrag hier eingebracht und verabschiedet, dass die Mietpreisbremse überarbeitet werden muss, dass dieser zahnlose Tiger Zähne kriegen muss, dass es verschiedene Instrumente geben muss, beispielsweise die Pflicht zur Offenlegung der Vormiete an den Vermieter, damit Neumieter eine Chance haben, zu testen, zu checken, ob das, was sie da als Objekt übernehmen, sozusagen, ob es da eine ungerechtfertigte Mietsteigerung gibt oder ob das in den Maßen und in dem sozusagen Spannungsrahmen ist, was vertretbar ist. So, das würde auch anstehen. Jetzt würde uns interessieren, sehr geehrte Frau Ministerin, was sind Ihre Vorstellungen in diesem Zusammenhang? Sie müssen, die Landesregierung ist jetzt ausreichend im Amt, die 100 Tage sind vorbei, wir sind ein halbes Jahr nach der Landtagswahl, wir fordern ein als Opposition, dass Sie jetzt Farbe bekennen. Wie sind Ihre Vorstellungen für eine Mietpreisbegrenzung und für eine Mietpreisbremse in diesem Land? Herr Kollege Rasche, Sie haben eben in Ihrer Replik in der Haushaltsdebatte gesagt, der Wohnungsbau wird angekurbelt und jede gebaute Wohnung, die es gibt, ist sozusagen die Gewähr dafür, dass es auch keine ungerechtfertigte Mietpreissteigerung gibt. In der Einfachheit, lieber Christoph Rasche, ist das einfach falsch. Wir brauchen in einem bestimmten Segment mehr Wohnraum, und das ist bezahlbarer, preisgünstiger Mietwohnraum in diesem Land. In jedem Jahr fallen 50.000 Wohnungen in der Bundesrepublik und fast 20.000 in Nordrhein-Westfalen aus der Mietpreisbindung. Es geht nicht um Luxuseigentum, wo wir das hier im Düsseldorfer Norden ja gut beobachten können. Es geht nicht darum, um eine Eigenheimförderung im ländlichen Raum, sondern es geht insbesondere darum, dass wir in Ballungsräumen, in den großen Städten, bezahlbaren Wohnraum, insbesondere auch Kleinstwohnraum brauchen. Für Singles, für Studierende, für Menschen mit geringem Einkommen. Und es ist ja bemerkenswert, Frau Ministerin, wenn man sich anguckt, wer auf diesen Koalitionsvertrag bisher reagiert hat, also beispielsweise die Kommunalverbände, beispielsweise die Stadträte von Bonn, Köln und Münster, wo ja durchaus die CDU in Mehrheitsverantwortung ist. Alle haben Ratsbeschlüsse gefasst, lassen Sie die Hände weg als Landesregierung von den Verordnungen, die die letzte Landesregierung geschaffen hat, die sinnvoll sind im Bereich Kappungsgrenzenverordnung, Zweckentfremdungsverordnung, Mietpreisbremse. Es braucht kommunal diese Instrumente, um auf dem Wohnungsmarkt agieren zu können und um preisgünstigen Wohnraum schaffen und erhalten zu können. Und da bleiben Sie jede Antwort schuldig. Warum reagieren Sie auf solche Schreiben nicht vom Oberbürgermeister der Stadt Bonn, von der Oberbürgermeisterin der Stadt Köln aus Münster, die entsprechende Ratsbeschlüsse gefasst haben? Das möchten wir gerne in der Debatte gleich von Ihnen wissen.
Und um noch auf eine weitere Rede einzugehen, die eben gehalten wurde vom... Aber das wird schwierig mit der Redezeit. Oh, das wird schwierig, dann mache ich es nur ganz schnell, Frau Präsidentin. Aber ganz schnell. Aber ganz schnell. Natürlich spielen auch die Zugewanderten in diesem Zusammenhang eine Rolle. Aber das, was Sie gemacht haben, Herr Wagner, zu behaupten, dass die Flüchtlinge ursächlich sind für Wohnraummangel und für steigende Mieten, das war ausgesprochen schäbig. Das ist Ihre rechtsextreme Tendenz, die Sie hier immer deutlich machen. Flüchtlinge tragen nicht dazu bei, dass wir in diesem Land zu wenig Wohnraum haben. Das sollten Sie dringend zurücknehmen.